Ich habe relativ viele Jahre an Universität gearbeitet und dann war ich derjenige, der gesagt hat, lass uns etwas gründen. Und ich habe dann 1987 mit 3 Kollegen zusammen DSBase gegründet. Wir haben heute zwischen 1300 und 1400 Mitarbeiter. Davon sind ungefähr 1000 in Deutschland. Die anderen sind in Japan, USA und China, England, Frankreich. DSBase ist ein Hersteller von Entwicklungswerkzeugen. Das ist Software, Elektronik, Hardware. Eingesetzt werden diese Systeme vor allem in der Automobilindustrie und das findet im Labor statt. Der Kunde fährt zigtausende von Testszenarien darüber ab und muss nicht mehr heraus auf die Straße. Aber was ganz wichtig ist, er braucht diese Fahrzeugprototypen nicht mehr. Er hat nur noch unseren Simulator im Labor stehen. Ich könnte im Moment jetzt keinen Autohersteller benennen, der nicht unsere Systeme einsetzt. Und wenn Sie die deutschen Premiumhersteller nehmen, das sind sicherlich Großkunden bei uns. Unsere Bestleistung ist sicherlich, dass wir sehr, sehr viel aus einer Hand liefern können, von der Software über die Elektronik und die Hardware und die Mechanik auch, dass wir das alles hier im Haus vertreten haben. Und ganz, ganz wichtig, die Mitarbeiter sind intrinsisch motiviert, die wollen etwas leisten, die wollen den Kunden zum Erfolg bringen. Das treibt uns alle an. Was NRW ausmacht, sind erstklassige Hochschulen. Mehrere unserer Forschungsprojekte arbeiten mit zum Beispiel der RWTH, wir haben selbstverständlich Paderborn im Spiel. Dieses Netzwerk von Hochschulen ist enorm wichtig, wenn man an der technischen Front arbeitet. Dort können wir sehr gut rekrutieren, das ist für ein High-Tech-Unternehmen extrem wichtig. Das Zweite ist die Lebensqualität hier, die ist sehr gut. Wir haben 34 Nationen bei uns beschäftigt. Es gibt auch Italiener und Italienerinnen, die hierher kommen und dann sagen, das Einzige, was in Paderborn fehlt, ist das Meer.